Das Jenseits. Nicht viele Begriffe haben eine dermaßen mystische sowie auch gleichzeitig faszinierende Bedeutung. In der Moderne wird der Begriff des Jenseits gerne als Bezeichnung für eine andere Wirklichkeit verwendet. Inzwischen sind sich auch die Gelehrten weitestgehend einig über die Sichtweise, dass unsere Welt mehr Dimensionen erfasst, als wir wahrnehmen können. Für die meisten ist das Jenseits in erster Linie die Welt der Seelen und Geister. Andere wiederum sehen im Jenseits den Ozean des Geistes, aus dem alles, was wir in unserer materiellen und physischen Welt zur Verfügung haben, entstanden ist. Laut der Unschärferelation des Physikers Werner Heisenberg lassen sich Geist und Materie nicht sauber voneinander trennen. Und so betonte auch Eckhart Tolle, dass Materie lediglich das ist, was die Seele durch die Sinne herausgetragen hat. Der römische Dichter Juvenal sagte ebenso vor langer Zeit, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und deutet somit auf das Zusammenspiel von Körper und Geist hin. Wer kennt diese Situation und das Gefühl des Verlustes nicht aus eigener Erfahrung, nachdem ein geliebter Mensch aus diesem Leben geschieden ist und eine große Lücke hinterlässt? Schlimmer ist es noch, wenn nicht mehr die Zeit geblieben ist, sich angemessen von diesem Menschen verabschieden zu können. Die Gedanken beginnen zu fliegen und es fällt einem plötzlich noch so viel ein, was man hätte sagen wollen, und der Wunsch nach der Gewissheit, dass es dem verlorenen Menschen auf der anderen Seite gut geht, brennt sich ins Bewusstsein. In diesem Moment würde man so ziemlich alles tun, um die Möglichkeit zu bekommen, auf die andere Seite ins Jenseits zu reisen und das Verpasste nachzuholen. Das Universum schwingt. Und ebenfalls auch wir. So hat alles Materielle auf dieser Welt eine eigene und besondere Frequenz oder eben auch Schwingung. Man kann es sich ähnlich wie bei einem Radio vorstellen. Wir sehen die Töne nicht an uns vorbeifliegen, aber dennoch sind sie da und umgeben uns. So wie man nun an dem Frequenzrädchen des Radios dreht, um auf einen anderen Radiosender zu gelangen, um Klänge aus einem anderen Frequenzspektrum zu empfangen, verhält es sich auch mit unserer Dimension, für dessen Frequenzbereich wir durch unser Gehirn, das Wellen sendet und empfängt, ausgelegt sind. Sollte es nun gelingen, durch eine gewisse Feldstärke diesen Schwingungsbereich unserer Umgebung zu manipulieren, also weitestgehend zu verändern, sollte es möglich sein, ein Portal in eine andere Dimension zu öffnen und diese zu betreten. Im ersten Moment klingt das natürlich nach abgedrehter Science Fiction. Doch gab es in der Vergangenheit verschiedene Geheimgesellschaften, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben. In Deutschland waren es die Vril und die Thule-Gesellschaft. Diese beiden, heute kaum einem bekannten Geheimgesellschaften, waren vor 100 Jahren technologisch weltweit führend. So sollen damalige Geheimwaffen des Dritten Reiches von der Vril-Gesellschaft entwickelt und gebaut worden sein. Die Mutter dieser fliegenden Geheimwaffen war die sogenannte Jenseitsflugmaschine, die Berichten zufolge 1922 erschaffen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle nicht vernichteten Technologien und Unterlagen in die Vereinigten Staaten überführt. Bis zum heutigen Tage wurde von den US-Behörden nur dieses eine Bild von der Jenseitsflugmaschine freigegeben. Diese Flugmaschine bestand aus mehreren Scheiben. So soll sich eine Scheibe mit 6 Metern über einer weiteren Scheibe mit 8 Metern Durchmesser befunden haben, unter der sich eine dritte Scheibe mit 7 Metern Durchmesser befand. Mittig wurden diese Scheiben von einem knapp 2 Meter großem und mittigem Loch durchbrochen. Im aktivierten Zustand drehte sich die obere Scheibe in der entgegengesetzten Richtung zur unteren, um durch diese Rotation ein elektromagnetisches Rotationsfeld aufzubauen. Vom Prinzip her sollte diese Flugmaschine nun um sich herum und in der Umgebung ein dermaßen starkes Feld errichten, dass es der Maschine samt ihres Benutzers möglich wurde, den diesseitigen Kosmos zu verlassen und in andere Dimensionen zu reisen.
Zu Beginn des Jahres 1924 soll die Jenseitsflugmaschine jedoch demontiert und in die Augsburger Messerschmitt-Werke gebracht worden sein. Solltest du grenzwertig noch nicht abonniert haben, dann abonniere doch jetzt unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Und es wäre super, wenn du uns unterstützt, indem du das Video teilst. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im nächsten Film. Bis dahin.